Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Assassin's Creed 4 Black Flag. Die letzte Folge haben wir leider ein bisschen abrupt abgebrochen, aber genau an dieser Stelle geht es weiter. Wir haben uns die Bergung von Desmonds Leichnam angesehen. Hey, du bist ja besser, als ich gehofft hatte, und jetzt im Eilschritt runter in die Lobby. Na los. Also, die Datei, die du besorgt hast, du solltest sie dir besser nicht ansehen. Ich meine, du könntest, aber es ist unschön, sobald du sie abgegeben hast, du... wäre das nie geschehen, okay? Nicht, dass du schlecht träumst heute Nacht. Wie auch immer, der Kurier wartet unten. Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dich nicht darauf hinweisen, aber nur weil du jetzt die Computer aller Kollegen hacken kannst, solltest du es trotzdem nicht tun. Ich meine, nicht jeden Tag, okay? Aber ganz im Ernst, das ist illegal. Sei kein Kollegenschwein, hm? Außer du kannst nicht anders. Aber wir sind Kollegenschwein und hacken jetzt die Computer der anderen. Das ist mein Plan. Hacky, 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 hacky. Ach ja, dann haben wir immer dieses Minispiel mit der Kugel. Ja, perfekt. Extraktion wird eingeleitet. Hey Dad. Weißt du, es ist komisch. Ich habe diese Erinnerung an dich, auf die ich immer wieder zurückkomme. Und ich denke daran, wenn ich arbeite oder bevor ich ins Bett gehe. Weil sie mich... irgendwie beruhigt, schätze ich. Ich war 14, glaube ich, und du hast mir beigebracht, wie man sich leichtfüßig bewegt, weißt du noch? Wie man sich der Geräusche seiner Bewegungen bewusst wird. Ganz einfache Dinge. Dinge, die ich jetzt verstehe, aber damals, ich muss dir sagen, dass ich dich für ein Arschloch hielt. Also... du sagtest, du gehst in dein Zimmer, setzt dich mit dem Rücken zur Tür und liest ein Buch, und ich sollte mindestens 15 Minuten warten, aufschleichen und dir auf die Schulter tippen, ohne dass du es bemerkst. Ich erinnere mich sogar an das Buch, das du gelesen hast, das von Captain Johnson. Du hast mich gewarnt, wenn du mich erwischst, muss ich von vorne anfangen. Dann gingst du hoch. Und ich wartete. Wartete, wartete und wartete. Ich wartete 4 Stunden, bis ich nach oben ging. Selbst dann dauerte es 20 Minuten, bis ich die Treppe erreichte, und weitere 30, um sie hochzusteigen. Nochmal 10, um in die Halle zu kommen. Und dann stand ich vor der Tür. Und ich sah in dein Zimmer. Und ich hatte so gehofft, dass du schläfst. Aber nein, du nicht. Du hast gelesen, und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Aber 10 Minuten später war ich keine 2 Meter von dir entfernt. Und ich erinnere mich, dass ich den Fuß aufsetzte. Und du hast gezuckt. Ganz leicht hast du gezuckt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein, aber ich wusste, du hattest mich gehört. Du hast nichts gesagt. Du hast nur auf die Uhr gesehen, nach deinem Drink gegriffen, getrunken und weitergelesen. Aber ich wusste, ich hatte verloren. Nur du hast nichts gesagt. Ich wusste nicht, warum. Ich hechtete vor und tippte dich auf die Schulter. Du hast dich umgedreht und gesagt, oh, fantastisch, du hast mich hochgehoben und in den Arm genommen. Und ich habe nichts gesagt. Aber Dad... ich war so angepisst. Ich wollte dich anschreien. Ich hatte versagt und du wusstest es. Aber du hast geschwiegen. Und ich war sauer. Wochenlang. Ich dachte, du würdest mich schonen. Ich dachte, vielleicht hättest du gemerkt, dass ich nie der Mann sein würde, der ich werden sollte. Erst vor ein paar Jahren habe ich kapiert, dass du auf die Uhr gesehen hast. War ein Hinweis, oder? Du hast mich gewinnen lassen, weil ich so geduldig war. Ich schätze, das hat dir imponiert. Weißt du, in dem Moment dachtest du, du bist lieber mein Vater und nicht mein Mentor. Ich weiß es wirklich nicht. Für dich ist das vielleicht dasselbe. Weißt du, wie auch immer, ich bin froh, dass sowohl mein Vater als auch mein Mentor an dem Tag Rücksicht auf mich nahmen. Ich war
verstand es damals nicht. Jetzt glaube ich schon. Gut, wenn wir jetzt alle Rechner so hacken und so viel Daten rauskriegen, dann haben wir eine Menge zu tun. Darum werden wir es jetzt erstmal lassen und runter zum Kurier gehen. Wenn wir die Ausgangstür finden. Ihr guckt mal, Kollegen, die sich verstehen. Runter in die Lobby. Lobby, Lobby, Lobby. Das halte ich nicht lange durch. Weißt du, dieser Job ist weit unter meinem Niveau. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße. Du brauchst noch mehr Übung. Was? Nein, nein, nein. Ich habe mich Wort für Wort ans Rezept gehalten. Das ist Kunst, Sean, keine Wissenschaft. Oh, wer kommt denn da? Sie haben es also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Bis demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Arrogante. Sie ist toll, oder? Wir haben es geschafft. Yep. Hey, gerade kommt die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Tust deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Aber trotzdem, viel Spaß im Piratenleben. Danke, wer auch immer das ist. Also irgendwie haben wir ja noch mit den Assassinen zu tun. In den späteren Spielen ist es ja leider nicht mehr so. Also in der Gegenwart. Das verläuft sich ja mit der Zeit irgendwie. Ja, Französisch, Französisch. Support in die zweite Etage, Sample 17 Projekt. Sprich doch mal mit Melanie und lass dich zu mir. Das ist meins. Auf geht's, ab geht's. Oi. Wo willst du hin, zum Markt? Nein, ich... Meine Eltern baten mich, zu ihnen zu ziehen. Und das werde ich. Wie meinst du das, zu ihnen ziehen? Du lebst hier, bei mir. Bitte verzeih, Edward, doch mein Vater hat recht. Du hast doch genug verdient auf dieser Farm. Warum kannst du dich damit nicht begnügen? Mit mir. Genug verdient? Diese Arbeit war gottverdammte Ausbeuterei. Willst du den Rest deines Lebens mit einem Bauern verbringen? Lass gut sein, Edward. Schon gut. Wenn du jetzt gehst, Caroline, wirst du nie wissen, was hätte sein können. Caroline! Caroline! Hm. Ach, Kid. Wach auf, Kenway. Ist Thatch da? Der brach heute mit der Galeone auf. Er glaubt, wir finden selbst eine gute Verwendung für diese alte Bucht. Ei, wir machen schon noch was draus. Eine Flotte hätte hier Platz, wenn wir wollten. Und mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar mein Weib, hierher zu kommen. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Sie verließ mich vor einer Weile. Trotzdem, behalte das bloß für dich. Die meisten Piraten respektieren keine Männer mit höheren Zielen als Saufen und Plündern. Bei meiner Ehre. Lass mich wissen, wenn du was findest. Captain Kidd. So. James Kidd folgen. Okay. Aber auch gut zu Fuß ist. Ist aber auch gut zu Fuß dabei. Edward, komm mal her. Ich hab was gefunden. Ja, bitte, was denn? Das musst du sehen. Na, zeig schon. Komm her, Mann. Ja, das war ja peinlich.
Komische Dinger, oder nicht? Alt und verwittert. Ist das von diesen Maya? Oder den Azteken? Kannst du gut rätseln, Edward? Denk- und Knobelspiele und dergleichen? Nicht schlechter als jeder andere. Warum? Ich glaube, du hast ein Naturtalent. Wie du arbeitest und denkst. Und wie du deine Umwelt verstehst. Da wäre ich nicht so sicher. Jetzt gerade sprichst du in Rätseln und ich verstehe kein Wort. Klettere auf dieses Ding hier, in Ordnung? Hilf mir, was zu lösen. Konzentriere dich auf all deine Sinne. Sehe durch Schall und Schatten tief in die Materie. Bis du etwas siehst und hörst, eine Art Schimmer. Einen Schimmer. Ja, ich kenne das Gefühl. Ich habe es seit meiner Jugend. Als nutzte man alles gleichzeitig nicht. Geräusche singen. Alle Männer und Frauen auf dieser Erde verfügen über eine tief verborgene Intuition. Ich kann das schon mein ganzes Leben. Nur dachte ich, es hätte irgendwie mit meinen Träumen zu tun. Oder so. Die meisten finden es nie. Andere brauchen Jahre, es hervorzukitzeln. Doch einigen wenigen fällt es so leicht wie atmen. Was du fühlst, ist das Licht des Lebens. Von lebenden und vergangenen Wesen ein Rest ihrer Lebenskraft. Die kommt und geht. Jeder ist in der Lage, seine angeborenen Sinne weiterzuentwickeln. Wenn er es versucht. Dann buddeln wir das gute Stück mal aus. Bist ein talentierter Mann, Edward. Sieht sonderbar aus. Ob es was wert ist? Nicht zum Verprassen. Doch wenn du sie alle findest, führt es dich zu etwas Großem. Wie viele? Ein paar Dutzend, glaube ich. Hier lang. Ich muss dir noch was zeigen. Kit hat Ahnung. Und Kit weiß auch genau, wo die Statuen sind. Ich habe hier noch etwas gefunden. Ich glaube, dieses Geheimnis liegt hier schon eher. Bin ich mal gespannt, was für ein Geheimnis. Das ist der Stoff aus dem Rätselset. Nicht schlecht, oder? Warte nur, bis du siehst, was am Ende liegt. Da wären wir. Was denkst du? Ich glaube, Monsieur Ducasse hatte sehr viele Geheimnisse. Ei, und sieh hier. Eine solide Treppe, die Gott weiß, wohin führt. Was glaubst du, erwartet uns da oben? Lass es uns rausfinden. So wie ich Ducasse kenne, wäre ich nicht überrascht, ausgefuchste Folter- und Mordinstrumente zu finden. Eine eiserne Jungfrau oder eine Sammlung Daumenschrauben. Oder den Fürst der Finsternis. Oder das Herrenhaus. Schon mal kein guter Anfang. Das aber ist ein pfiffiges Ding. Probier mal den Schlüssel von Ducasse. Nummer eins. Fehlen noch vier. Ei. Es mag sein, dass diese vier Templer sie haben. Siehst du den Namen hier? Sie wurden entsandt, um diese vier Ziele zu töten. Teufel, die Karte habe ich Gouverneur Torres in Havanna verkauft. Laut ihm zeigt sie die Stützpunkte von Assassinen. Meinst du nicht, du bist ihnen eine kleine Warnung schuldig? Zumindest, wenn irgendeine Art Herz in deiner Brust schlägt. Das könnte ich wohl. Wenn es mich zu den anderen Schlüsseln führt. Lieber eine schlechte Ausrede als gar keine. Müssen ja nicht zu viel Herz zeigen. Und waren wir die Assassinen? Ja, schon mal 5 Truhen hier gefunden. So. Aus dem Arbeitszimmer geht es nicht direkt raus, aber von hier. Okay. Und dann können wir uns vielleicht auch jetzt hier Aussichtspunkt holen. Das wäre vielleicht ganz angebracht gerade.
Templerrüstung. Gibt's da drinne, wenn wir alle Templer tot haben? Oh, ist eine schöne Insel. Hier lässt es sich leben. Ich freue mich schon, das hier aufzubauen. Da haben wir eine schöne Bucht mit einem riesigen... Wow. Das Haus da oben ist so groß wie die ganze Siedlung. Dann. Das erste ist die Jackdaw, oder? Ja. Das zweite ist das Schiff von Kit. Was war das denn? Wir sind in Wasser gestolpert. Hoppala. Oh, ein Stein. So. Ein schief, zwei schief, drei schief. So, wo will Kit hinsegeln? Hat echt ein süßes Schiff. Du willst uns verlassen? Diese Bucht passt besser zu dir, Edward. Besser als dieses Kostüm jedenfalls. Oh, nun komm schon. Wir sind Piraten, Kit. Wir nehmen, was wir wollen und sind, wer wir wollen. Freie Männer. Doch das passt nicht zu dir. So bist du doch gar nicht. Wie bin ich denn? Das ist oft schwer zu sagen. Eins ist sicher, du magst gefährliche Prisen. Wie das Observatorium? Ich glaube, du weißt mehr darüber, als du in Nassau verraten hast. Das ist dir aufgefallen, ja? Triff mich bei 20 Grad, 3 Minuten nördlicher Breite vor der Küste Yucatans. In ein paar Wochen kann ich dir dort was Hübsches zeigen. Ah, es ist schon cool. Ich mag das total gerne. Oh, die Musik. So, und das Symbol da heißt, glaube ich, wir können hier was ausbauen. Und das hier vorne müsste der Hafenmeister sein. Das wäre schon mal ein Anfang. Habt ihr einen Moment? Ja, bitte. Ich brauche Geld, um eine Schiffswerft zu errichten, Captain. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. Dafür immer gerne. Hafenmeister, sehr schön. Was darf's denn heute sein? Alles, was du hast, mein Freund. Mörser, machen wir mal ein bisschen mehr. Ist halt sehr effektiv, die ganze Nummer. Rundkugeln stärker machen. Ach, wir behalten unser Geld erstmal. Danke für euer Vertrauen, Captain. Leute, euer Ohren, Moment. Die Männer brauchen dringend einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Mit etwas klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und wenn der Rum in Strömen fließt, wäre ein jedes Seemanns Herz besänftigt. Ei. Bau die Taverne auf. Mit integrierten Freunden aus. Stolz und für euch soll es sich auch lohnen. Longbens Fluch soll mich treffen, wenn nicht. Sehr gut. Habt ihr einen Moment, Captain? Natürlich. Ich rede nicht um den heißen Brei herum, Captain. Ich brauche Geld für ein kleines Warenlager. Ich wäre euch ewig dankbar. Und als Gegenleistung bringt ein Laden im Ort viele nützliche Waren hierher. Bau auf. Der war günstig. Oh, das Leben tobt hier so langsam. Ein guter Kapitän sorgt für seine Männer, ja? Die Matrosen sind, wie sagt man, enttäuscht, dass es hier keine Frauen gibt. Ich weiß, wo wir welche finden, aber wir müssen ihnen ein Zuhause bauen. Natürlich. Natürlich. Frauen kosten richtig Geld. Nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig Geld.
Hab nachgedacht, Captain. Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Was sagt ihr? Okay. Ah, Piraten kostenlos erneuern. Perfekt. Weil die eh alle voll sind, oder? Na gut, was haben wir hier noch so Schönes auf unserer Insel, die wir... Bucht-Upgrade. Der Rest ist alles im Wald da hinten. Da habe ich jetzt nicht so den Nerv drauf hin. Aber wir gehen nochmal hoch in unser Herrenhaus. So, die Frauen kosten 15.000. Und das Lagerfeuer war auch nicht günstig. Mal ein bisschen Geld haben wir noch. Gucken wir uns das Herrenhaus an, was wir da machen können. Aber ich glaube, das ist richtig teuer. Das ist auch einfach mal voll das Schloss, die ganze Nummer hier. Fühlt sich noch nicht wie ein Zuhause an. Dann machen wir eins draus. Okay. Das muss ich nach und nach aufrüsten, okay. So, die nächste Hauptmission beginnen. Macht auch wenig Sinn heute noch, da wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode sind von Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen und ein Abo dalassen würdet und wir uns im nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Bye, bye.